Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit Wilson. Wobei, nur mit Wilson stimmt heute teilweise nicht. Denn wir haben hier sogar den Kumpel von Wilson dran, also den Typ, den wir schon öfters im Hintergrund rumbrüllen haben hören und den wir auch schon ganz kurz ziemlich aggressiv am Telefon hatten. Dieses Mal ist er allerdings ein bisschen entspannter und netter zu uns. Mal schauen, was heute so alles passiert. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem kleinen neuen Wilson-Special. Herr Katze. Ja? Du kannst dich mehr anmelden. Hm? Hast du gesehen? Nee. Du kannst dich mehr anmelden. Ich verstehe nichts. Ich auch. Ein bisschen lauter. Nein, nein. Dann behaltest du meine Stimme. Was? Ananas. Ich verstehe nichts. Du kannst nicht mehr anmelden. Doch, kann ich. Nein. Doch, natürlich. Nein. Doch. Versuch. Natürlich, IP wechseln, neue Telefonnummer, ist doch kein Problem. Geh um Kabel, neue Telefonnummer. Ich habe insgesamt 26 Telefonnummern für den ganzen Bums hier. Wieso? Ja, die kann man ja in 10 abblättern, die Rufnummern. Das ist ja nicht das Problem. Verkaufst du Drogen? Was? Verkaufst du Drogen? Du musst irgendwie deutlicher sprechen, man versteht dich nicht. Verkaufst du Drogen? Immer noch. Die Qualität ist furchtbar. Das ist gut. Hm. Wie viel kostet ein Kilo bei dir? Hä? Wie viel kostet? Mensch, da haben wir einen richtig intelligenten ans Telefon gelassen, wa? Wie wieder? Hm. Mensch, und ihr wollt eine seriöse Tradingbank darstellen, ist ja peinlich. Oh. Ciao. Jo, tschüss, du Betrüger. Ja, ich glaube, so viel muss ich dazu gar nicht mehr sagen. Und die wollen tatsächlich seriös sein. Und ihr bekommt ja auch noch weitere Folgen, das habe ich ja schon verraten vom Wilson. Und ich habe auch mit der Elena schon ein bisschen länger nochmal telefoniert. Und die will mir auch versichern, dass das ein seriöses Unternehmen ist. Hm. Tja, aber wenn man sich die Aufzeichnungen von vorher nochmal so durch den Kopf gehen lässt, was jetzt hier gerade so passiert. Ei. Tja. Der pustet ins Telefon, rülpst ins Telefon und denkt, er ist seriös. Der Grund seines Anrufs war eigentlich, dass er mir mitteilen wollte, dass ich wohl keine Anmeldungen mehr auf seiner Webseite machen kann. Hm, tja, nur arbeiten wir ja hier mit einem VPN, wo ich die IP-Adresse jederzeit wechseln kann. Naja, und da ich ein relativ großes Portfolio an Telefonnummern habe, werden die mich auch nicht so schnell los. Denn eigentlich können sie nur bestimmte Sachen sperren. IP-Adresse, die E-Mail-Adresse, vielleicht noch, wenn es der exakt gleiche Name ist, ja, und die E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Tja, hm. Aber ich kann die Sachen alle austauschen. Damit rechnet er nicht. Und wenn ich das alles austauschen kann, dann kann er blockieren, was er möchte. Ich komme immer wieder auf die Webseite. Und da gibt es technisch keine Lösung für. Tja. Naja, und das stellt er hier ja jetzt auch gleich fest. Machen wir mal weiter mit dem zweiten Anruf von Ihnen. Wieso wieder? Hä? Wieso wieder? Ja. Hast du es geschafft? Hm. Du bist schlau. Ja. Ich könnte dich gerne einmal ficken, einfach. Ja. Ich mach Spaß. Wieso machst du solche Scheiße einfach? Darf ich wissen? Na, weil ihr Betrüger seid. Hä? Weil ihr Betrüger seid. Ja, wir sind Betrüger. Wir nehmen unsere Lohn Und immer wenn ihr mich anruft, dann könnt ihr ja keine anderen Leute anrufen. Ja, und also bekommen Sie einen Lohn das also dazu? Ja. Wie viel? Wie viel ist unterschiedlich, kommt auf die Klickzahlen an. Aha. Mhm. Du kannst weitermachen, ab heute werde ich ihn also wieder dem IP wieder blockieren. Das ist ja nicht damit schlimm. Ihnen.
IP kannst du ja blockieren, das ist ja, kannst, kann ich ja sofort wechseln über ein VPN. Kannst du wieder wechseln, du bist Hurensohn, ich höre auf alles. Telefonnummern habe ich auch ganz viele, also selbst Rufnummer blockieren bringt nichts. Was essen Sie gerade? Cornflakes. Cornflakes? Mhm. Mit Milch? Ja. Gibt es da Sperma? Nee, das ist eklig. Ich hab die Blondine Mädchen ist hier auch. Die ist ohne Klamotten. Wo sind die? Elena? Elena, ja, die ist hier. Die ist ohne Klamotten jetzt. Ja, gib mir wir mal machen die. Uns bereit. Gib mir wie mal bitte? Die Elena. Elena? Aber die ist ohne Klamotten, warte mal. Ja, ich nehme Elena auch ohne Klamotten am Telefon, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Hallo. Hallo. How are you? Ach nö, Elena kann ja gar kein Deutsch. No, Deutsch no. Das ist aber schlecht. Do you speak English? Nee, das ist ein deutscher YouTube-Kanal. Da müssen wir auf Deutsch sprechen, sonst verstehen das nicht alle Zuschauer. Wenn du kein Englisch redest, dann Elena wird sauer. Ach so, naja. Und die wird jetzt die Klamotten tragen einfach. Die lässt mich nicht so picken, so scheiß drauf. Okay. Ja, guten Appetit, Herr Katze, guten Appetit. Wünsche dir einen schönen Tag noch. Ja, ebenso. Tschüss. Ciao. Ja, das war wieder sehr aufschlussreich. Naja. Also auf jeden Fall war das hier sicherlich nicht die Elena am Telefon. Denn, naja, ich hatte vorhin noch mal eine andere Elena am Telefon, die aber auch nicht Elena heißt. Ach naja, alles wieder verwirrend hier. Tja, aber wie ihr gesehen habt, wir schaffen es immer wieder. Und die schaffen es definitiv nicht, uns aufzuhalten. Egal mit welchen Methoden. Und da können sie jede Menge Geld ausgeben. Für mich sind es einfach nur 3 Klicks und schon haben wir eine neue Telefonnummer und eine neue IP. Und schon geht weiter das Spielchen. Naja, aber hat nicht lange gedauert. Da hat der Typ dann tatsächlich nochmal angerufen. Wie geht's Ihnen? Ganz gut. Geht's Ihnen gut? Freut mich. Der Herr Dennis Wilson wollte kurz mit Ihnen sprechen. Haben Sie Zeit? Ja, ich hab Zeit. Okay, gut. Ich werde mit dem Herrn Wilson also kurz verbinden. Hallo? Ja. Kennen Sie mich? Ja. Wer bin ich? Der Wilson. Habt ihr neue Mikrofone? Du hörst dich anders an. Ich war ein bisschen krank. Ach so. Ja, und ich war nicht im Büro. Ja, ist ja kalt draußen jetzt. Ich weiß nicht, aber also zumindest bei uns, eben bei euch, das Wetter. Und warum haben Sie viel mal sich angemeldet? Ja, na, ich wollte ja wieder mal mit dir quatschen, eine Runde. Ach so. Sie sind gut, oder? Ja. Mit dir gesund? Das ist super. Okay, Herr Steiner, ich habe nur anrufen, ich will fragen, wenn Sie sind gut oder nicht. Ich habe nur die Frage für die Gesundheit. Und ja, wie laufen die Geschäfte? Ja, ganz gut, ganz gut. Ganz gut, ja. Ja. Weil ich will nicht über unsere Arbeiter mit Sie sprechen, weil Sie wieder nicht und das. Warum denn nicht? Weil sie wollen nicht. Das ist ja egal, aber für YouTube. Ist mir egal. Das ist schade. Weil wir müssen arbeiten mit den pünktlichen Kunden, nicht mit Leuten wie du. Also, wo sie machen nur Spaß, wir haben einen guten Arbeiter. Das ist aber schade. Ja. Aber du hast schon eine ganze Menge Fans. Also, wir haben nur heute 55.000 Profit gemacht für die Kunde, Herr Kat. Ja, das hält sich an Grenzen. Also, ich weiß nicht, wenn Sie denken über das oder ne, aber das ist richtig.
Das ist alles, was wir machen. Ja, und bei mir weiter in YouTube, ich will einfach die gute Stimme. Und ich will sagen, wer will mit uns arbeiten, sie können arbeiten. Ja, mal gucken. Ja. Und so, Herr Karte, also ich muss gehen jetzt. Und ich wünsche Sie auch einen schönen Tag. Ja, eben. Und wenn ich habe Zeit, ich melde nochmal an. Alles klar. Okay, super, Herr Katze. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Aha, da haben wir denn den Grund, warum er sich so lange nicht gemeldet hat bei uns. Er war wohl krank. Er hat sich auch ein bisschen angeschlagen angehört hier in dem Anruf, bin ich der Meinung. Sonst hat er doch immer ein bisschen mehr Elan. Tja, aber immerhin gibt's den Wilson noch. Und es ist definitiv nicht das letzte Mal gewesen, dass der Wilson hier bei uns angerufen hat. Denn alleine jetzt folgen noch 3 weitere Telefonate mit ihm. Hallo? Ja? Alles gut bei dir? Ach, Wilson ist am Telefon. Wirklich? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Wir sind gerade auf dem Sprung. Ach so, okay. Ja, dann ruf mal noch mal in ein paar Stunden an. Heute Abend. Okay. Okay, ja. Alles okay. Bis dann. Bis dann. Naja, eins muss man dem ja lassen. Abwimmeln lässt er sich nicht und aufgeben tut er auch nicht. Und anrufen tut er in der Tat auch tatsächlich noch. Tja. Also, der Wilson, der ist schon irgendwie so eine Kreatur für sich. Weiß ich nicht, was der für eine Aufgabe hat. Ihr vermutet ja, dass der nur dafür da ist, unsere Zeit totzuschlagen. Aber da bin ich nicht so ganz der Meinung. Denn das ist tatsächlich ein Callcenter, wo die Qualität eine andere ist. Ein Callcenter, wo nicht laut im Hintergrund ist, außer dass man vielleicht mal den einen oder anderen im Hintergrund hört. Und meine Vermutung, dass das ein kleines Callcenter sein wird und die ganze Geschichte quasi als Privatbetrug abläuft. Das haben wir hier auch in der Tat in einer späteren Version, die ihr nochmal hören werdet, tatsächlich so gehört. Also die machen das Ding hier wirklich absolut privat und sind quasi Kleinkriminelle. Aber kriminell bleibt kriminell. Naja, aber wir hören mal rein, wie es weitergeht. Ah, Herr Katze. Hallo. Ah, du Scheiße, geil. Und? Was? Sie machen noch eine Meldung, ja? Ja. Okay. Dein Kollege hat ja gesagt, geht nicht mehr, aber geht doch. Na, es geht. Ja, dein Mikrofon ist aus. Okay, Herr Katze, du bist ein guter Mann. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Und die ganze alles in Ordnung. Also ich wünsche dir einen schönen Tag, weil ich muss weiterarbeiten und ich habe keine Zeit jetzt. Alles klar. Aber ich melde nochmal an am 18 Uhr, okay? Alles klar, bis dann. Super. Tschüss. Tschüss. In der Tat, der Wilson, der war nochmal dran. Keine Ahnung, was der sich dabei denkt, immer wieder privat anzurufen. Ich meine, letztendlich, man hört ja, dass er da im Callcenter sitzt. Und ja, der vertrödelt seine Zeit und alle finden das in Ordnung, was ja auf jeden Fall dafür spricht, dass das nicht unbedingt so ein großes Callcenter sein kann und dass das Ganze eher privat läuft, weil wo kein Kläger, da kein Richter. Und wenn der Richter gar nicht erst da ist und die selber ihre Richter sind, ja, dann kann man ja auch machen, was man will und die Zeit auch so viel vertrödeln, wie man will. Und da ist ja meine Vermutung, dass immer, wenn gerade keine Anmeldung reinkommt, dass sie in der Zeit einfach ihre Langeweile irgendwie ein bisschen überbrücken. Anstatt eine rauchen zu gehen, rufen sie halt einfach direkt an. Ja, aber naja. Der nächste Teil wird hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen interessanter, denn als allererstes ist nicht der Wilson dran, sondern einer von seinen Kollegen, der mich erstmal nicht erkannt hat. Das ist ich bin der Tobias Weber, wir sind von Bankafix 3. Es bestand, dass Sie Interesse gezeigt haben, am Online zu handeln. Ja. So, sind Sie bereit? Wofür? Öffnen Sie bitte mal Ihre Rechner ein. Was? Öffnen Sie bitte Ihre Rechner ein. Das habe ich nicht verstanden akustisch.
Ihre PC. Was ist damit? Hallo? 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 Tja. Weiß ich nicht, was Sie von mir möchten. Kommt da jetzt noch was Sinnvolles, oder? Was ist das jetzt? Hallo? Ja? Karte? Hallo? Wer bin ich? Wilson. Pünktlich. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Was hat mein Kollege gesagt? Ja, gar nichts. Der hat irgendwas mit PC gesagt und dann hat er nichts mehr gesagt. Der hat diese Arbeit immer. Der sagt nur PC. Und, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Heute ganz gut. Es regnet, aber ganz gut. Okay. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut soweit. Sind Sie zu Hause oder arbeiten? Ja, sowohl als auch. Ich arbeite ja von zu Hause. Ah, Sie arbeiten von zu Hause mit YouTuber. Ja, ganz gut, ganz gut. Wir arbeiten auch. Aber ich weiß nicht, was hat meine Kollege mit Sie, warum hat der Sie angerufen? Weiß ich nicht, warum der mich angerufen hat. Also, der will mit Sie in einer Computer. Also, benutzen Sie AnyDesk? Ich benutze kein AnyDesk. Lass doch nicht von euch auf meinen Computer gucken. Also benutzen Sie TeamViewer vielleicht, Herr Kapfer. Ja, sowas habe ich. Also, ich weiß nicht, warum hat der angerufen bei Sie? Weil keine nur Ahnung, ich muss mit Sie anrufen. Ich schätze mal, ihr werdet wieder irgendeinen alten Datensatz aufgekauft haben. Da steht ja über euch Taler damit. Das ist ja schon uralt. Ja, weil Sie haben auch eine andere Anmeldung gemacht mit Klaus Taler. Ja, das ist aber schon eine Weile her. Aber warum machen Sie so viel Anmeldung? Naja, damit ich dann mit euch telefonieren kann, um das dann auf YouTube zu stellen. Ach so. Mhm. Aber bei welcher Channel wir sind? Ja, musst du googeln. Irgendwann findest du dich vielleicht. Also es gibt mittlerweile schon eine ganze Staffel von dir. Also wie heißt Ihr Channel? Also wo wir sind? Ja, das verrate ich ja nicht. Ah, ist mir egal. Ich will meine Kollegen und meine Stimme hören. Ja, da muss ein bisschen suchen. Aber ich denke mal, viele andere, das wir ja auch schon dran gehabt haben, gibt ja ganz viele auf YouTube mittlerweile. Also ich verspreche Sie, ich finde Ihr YouTube-Channel. Ja, wie ich mache es da. Dann kannst du ja mal Hallo in die Kommentare schreiben. Aber wenn ich finde diese Channel, ich kann schließen diese Channel. Nee, das glaube ich nicht. Ich verspreche Sie, wenn ich suche und wenn ich finde das, ich schließe das mal. Okay. Lass uns das haken. Oh, aber mein Kollege will das haken. Was will der? Da kann haken, Ihr Channel. Ach so, ja, nee, das geht nicht. Hat 2-Faktoren-Authentifizierung, das ist eh Pflicht. Ah, das ist ja gar nicht. Das kriegst du nicht gehackt. Da ich krieg ja jedes Mal eine Nachricht mit einem PIN, wenn sich jemand bei mir einloggen will. Das geht ja auch gar nicht anders mit dem YouTube-Partner. Nein, das geht nicht so, Herr Kappa. Weil Sie haben. Also, vielleicht 2 Passwörter. Ja, aber das ist egal. Ja, aber das eine ist ja individuell vom Server, das kann man ja nicht hacken. Wir können hacken, dann. Na, dann probier mal, einen Google-Account zu hacken. Okay, wir probieren heute das, okay? Genau. Okay, super. Und wenn ich finde das, ich melde nochmal später. Genau. Aber ist besser, wenn Sie mal nicht Spaß mit uns. Warum? Weil wir können auch Spaß mit Sie machen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich mag ja Spaß. Es ist schlimm. Ja? Ja. Ist besser, wenn wir arbeiten und Sie arbeiten. Aber wenn Sie wollen, wir nicht arbeiten, Sie können auch nicht arbeiten. Ja, aber der Unterschied zwischen meiner Arbeit und eurer Arbeit ist ja, dass meine Arbeit immerhin noch seriöser ist als das, was ihr da macht. Ihr beklaut ja die Leute. Ich habe 15 Jahre, wo ich vorher da arbeite. Das ist aber nicht schön. Seit 15 Jahren. In 2006. Ich habe das angefangen und für das Sie können
nicht versprechen ich mir. Ja, also ich probiere nochmal. 2006 war ja die Betrugsmarge noch nicht so nervig. Jetzt gibt's ja fast nur noch so eine Callcenter wie euer. Also Herr Kater, ich probiere nochmal. Ich muss diese Channel finden und ich schließe das, okay? Wenn ich finde, ich melde nochmal. Also ich melde nochmal später. Guti. Aber wir sind jetzt erstmal einkaufen, also so in 2 Stündchen, okay. Dann frühestens erst wieder. Okay. Wir machen nochmal. Dankeschön, Herr Kater, bis dann. Ja, bis dann. Was will man dazu eigentlich noch groß sagen? Tja, außer dass wir den Wilson mittlerweile eigentlich eher lieb gewonnen haben. Tja, unser Lieblingsbetrüger hier auf dem Kanal. Den werden wir, glaube ich, auch nicht so schnell los. Auch wenn man manchmal denkt, der hat sich schon eine Weile nicht mehr gemeldet, aber dann war er vielleicht auch einfach gerade nicht auf der Arbeit. Ja, naja, aber schon interessant, wie lange wir den jetzt hier schon am Ball halten. Weil über ein halben Jahr, oder ja, knapp ein halbes Jahr, telefoniere ich ja schon jetzt mittlerweile mit dem netten Herrn vom Bank FX Trade Betrüger Callcenter oder wie auch immer man das Ganze nennen mag. Eieiei. Und vor allem erzählt er hier auch, dass er schon seit 2006 den ganzen Mist macht. Und das wäre auf jeden Fall sehr, sehr dramatisch, wenn er das schon so lange macht. Aber der wirkt ja auch absolut abgebrüht. Ne? Also dem ist ja auch alles egal. Dem interessiert es nicht, was der da macht. Der fühlt sich relativ sicher. Und das Schlimme ist, das kann ja vielleicht sogar auch echt sein, ne? Wenn da einer sitzt, der ein bisschen Ahnung hat von der IT-Technik. Und wenn sie nur ein ganz kleines Büro haben, das vielleicht auch noch einmal im Jahr irgendwie umzieht oder so, ich weiß es nicht. Ich kann es euch natürlich nicht genau sagen, weil letztendlich kann man sich auf die Aussagen der Leute hier nicht wirklich verlassen. Das Einzige ist halt, worauf man sich verlassen kann, ist, dass sie die Leute bescheißen. Das ist halt die tragische Wahrheit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich auch gerne unter ccabzocke auch auf Twitter suchen und dort abonnieren. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf diesem Kanal. Passt auf euch auf, die Welt ist böse. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.